Gehen wir, PK Strife. Wir haben einen Termin an der Universität. Jawohl, Sir. Sie können jetzt gehen, junger Mann. Oh je, ich weiß nicht, aber wie kann ich Scotland Yard von meiner Unschuld überzeugen? Immerhin sind sie jetzt weg und sie meinten, dass sie gehen dürften. Also verschwinden wieder von mir. Oh, also, Außer natürlich, sie möchten lieber bleiben. Ach, herrje, nein. Dann sollten wir lieber verschwinden, bevor der Inspektor wiederkommt. Ja. Ja. Wir verschwinden an einen Ort, wo nur wir beide sind. Und so begegneten wir uns das erste Mal. Was für ein glücklicher Zufall. Damals erschien sie mir wie eine Göttin des Schicksals. So wie Emmy damals. Öffentliche Bereiche. Ach so, nee, wir können ja noch... Entschuldigung. Was meinst du denn? Jetzt muss ich da auch hin. Ja, los. Danke. Danke, dass Sie mir vorhin geholfen haben. Ich bin Ernest. Ernest Rowrick. Und wahrscheinlich haben wir in dem letzten Fall noch Rätsel offen. Ja, stimmt. Freut mich, Sie kennenzulernen, Ernest. Das Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite, meine Liebste. Ich meine, Miss Layton. Ich muss sagen, es freut mich sehr, dass Sie mir glauben. Also, dass ich nicht der Dieb bin, meine ich. Nein, Sie sehen das falsch. Ich konnte einfach nicht zulassen, dass dieser großspurige Inspektor so schlampig ermittelt. Ja, diese Schlampe. Oh! Ich weiß auch nicht, ob Sie es waren oder nicht. Aber, ich war's doch nicht. Noch nicht. Das ist doch dieser Fall mit den gestohlenen Forschungsunterlagen, oder? Die mit dem Professor an der Kreisenheller Universität entwendet wurden. Ja, der Professor. Der mit dem L. Oh. Nein, Quatsch. Nee, war wie denn auch? Ich meine, sie... Der hatte sie ja schon längst verlassen. Ja. Aber er hat weiter an der Kreisenheller Universität gelehrt. Hat sein Leben ganz normal weitergeführt. Aber sie war einfach nicht da. Nein. Ja, ganz recht. Irgendwie scheint man mich zu verdächtigen. Aber Sie waren es nicht? Ganz ehrlich? Nein, nicht ehrlich. Ich war es. Bitte, Sie müssen mir nicht glauben. Was? Also Ernest, falls das Ihr richtiger Name ist. Sie sehen nicht aus wie ein Dieb oder wie jemand, der anderen das Licht führen will. Oder wie jemand, der überhaupt irgendwas mit anderen Leuten zu tun hat. So jemand bin ich auch nicht. Ich habe wirklich nichts Unrechtes getan. Sie sind also Studenten an der Universität? Ich habe nur Rechtes getan. Ja, aber ich habe mich erst vor kurzem eingeschrieben. Irgendwie habe ich es geschafft, mich in Windeseile in eine echte Zwickmühle zu manövrieren. Ich habe aber auch immer wieder ein Pech. Erst heute Morgen bin ich auf der Straße in den Rinnstein gerutscht und dann hat mich auch noch ein Hund angebissen. Verstehe, Sie ziehen das Unglück also magisch an, ja? Vielleicht ändert sich das ab jetzt. Ich wollte auch heute ohnehin bei der Uni vorbeischauen. Wenn Sie mich begleiten, kann ich dort meine Sachen erledigen und En passant Ihren Schritt beleiden. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt, aber es klingt, also es sah französisch aus. En passant? Oui, en passant. En croissant! Außer Ihnen ist es lieber, dass ich mich nicht einmische. Oh nein, ich meine, bitte mischen Sie sich in mich ein. Also, falls Sie wirklich meinen, dass Sie den Fall lösen können. Natürlich! Dann mal los. Jetzt sofort? Gut, dann auf. Miss Layton erweckte den Anschein, als könnte sie meine Unschuld im Handumdrehen beweisen. Also begleitete ich sie in der verzweifelten Hoffnung, dass dem wirklich so wäre. So, jetzt erstmal. Wo zuerst? Erstmal wieder zurück? Ja. Okay. Oh! Nein, nicht der Koffer. Klick! Okay. Wir haben doch hier schon mal was gefunden. Der kann doch nicht wieder neue Hinweismünzen versteckt haben.
ich habe schon eine gefunden gehabt in der über den Sessel der Dings. Ha, in dem Schrank ist schon wieder eine. War das ja, nicht schon mal? Ich. Achso. Habe ich nicht mehr was Fälle? Ein Rätsel! Wo? In der Lampe! In der Lampe? Ja. Ah, passant. Einfach mal so im Vorbeigehen. Nebenbei, glaube ich, heißt das. Mit diesem Licht hier stimmt was nicht. Es ist aus. Ah, ein verstecktes Rätsel. Dachte ich mir doch, dass es seltsam aussieht. Samselt. Samsau. Samselt, Drossel, Fink und Star. Die Streichhölzer liegen so da. Streichhölzer! Dass sie die Ziffern 3706 zeigen, indem du einen Streichhölzer entfernst, kannst du den Namen eines Sports erzeugen. Welcher Sport ist gesucht? Ich hab's schon. Was? Also ich kann's mir vorstellen, aber ich... Warte. Moment, nee, indem du... ein Streichholz entfernst, ja. Wollen wir beide bestätigen? Ja. Okay. Das ist ein besonders interessantes... Ja. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Wird schon wieder langsamer, Mist. Oh, oh, das erinnert mich an dieses eine Rätsel. Der Superspieler, der nur bestimmte Anzahlen an Fuß oder Yards oder was auch immer schlagen kann. Und der dann nur zwei Schläge braucht, weil ja nichts vom Winkel gesagt wurde. Golf. Ja, das ist... Aha. Eins dieser umgedreht Rätsel, umgedreht Denk, ja, Streichholzsport wurde hinzugefügt. Das ging schnell. Ja, geschafft. Ah, jetzt geht es mir viel besser. Okay. Kuckucksuhr! Lampe neben der Kuckucksuhr. Ah, Kuriosität in der Kiste. Unten. Ah, ja. Links. Saisonaler Sweater. Oh Gott. So ein hässlicher Weihnachtspulli. Ich wollte dir einen schenken. Mit Zelda-Logo. Ach so. Den würde ich sogar anziehen. Selbst wenn es so ein Strickpulli ist. Ups. Schließen. Zurück in den nächsten Bereich? Ja. Zurück in den nächsten. Ich glaube, du musst auch wieder umschalten. Ja, ich muss wieder umschalten. Danke. So, erstmal suchen. Ah, Hinweismünze in der Lampe. Oh, jetzt habe ich gekriegt. Was hast du gekriegt? Was hast du gekriegt? Nichts habe ich gekriegt. Was hast du gekriegt? Nichts. Was? Wir haben was gekriegt. Was haben wir gekriegt? Ein Punkt. Yay. Jeweils. Ja. Oh, Moment, dann habe ich ja schon... Ja. Ist okay. Ich habe 69. Ich habe 69. Klingt falsch. Ey, wer ist denn der Typ da hinten eigentlich? Der Konstabler da. Keine Ahnung. PK Strife kann man ja ansprechen, aber wie viele hatte ich denn jetzt? Also den ich kann hatte man da... nicht ansprechen. Doch, PK Strife kann... Aber den anderen nicht. Ja. Habe ich schon alle? Ja, ich hatte da eine gefunden. Ich hatte... in der Lampe eine gefunden. Ansonsten, nee, Kuriositäten gibt es ja anscheinend nicht. Ja, ich hab auch alles. Gut, PK Strife oder, ja, oder Fräulein PK Strife. Oma? Oh, er hat ein Rätsel. Ja. Halli, hallo, hallo, ich hab es. Was? 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 Nein, nicht was. Was war denn? Haben Sie zufällig ein Rätsel verloren? Es wurde eines abgegeben, aber da wir es nicht lösen konnten, wissen wir nicht, wem es gehört. Oh, das ist ja... Verstehe, wenn es hilft, können wir es ja lösen. Ja, bitte. Im Ernst, das würde wirklich helfen. Das würde sogar enorm helfen. Enorm? Extrem. En passant. Oh Gott. Unperfektes Dreieck. Oh nee. Ja!
Wir haben hier ein Brett aus vielen feinen, kleinen, gleichseitigen Dreiecken. Schneidest du das Brett durch, kannst du die beiden Teile neu zusammensetzen. Oh, das kenne ich noch aus dem dritten Teil. Ja. Ein großes, gleichseitiges Dreieck basteln. Ja. Okay, ein großes, gleichseitiges. Ja, ist okay. Berühre die Verbindungslinien zwischen den Dreiecken und zeichne eine Linie in der Form, die du schneidest. Und wir können, oder? Ja. Okay. Warte, du darfst keines der beiden Teile um 180 Grad drehen. Ja, wie bei dem anderen Rätsel, okay. Nicht um 180 Grad drehen. Hä? Moment. Na, du darfst es nicht. Aber warte mal, nicht um 180 Grad, was soll denn das heißen dann? Weil an sich ist ja... Und darf ich nur einmal was schneiden? Kannst du beide Teile... Ja, okay. Ja, aber trotzdem, ich meine, also... Darf man es denn um 90 Grad drehen? Das ist ja jetzt die Frage. Ich denke. Aber nicht um 180 oder was? Ja, anscheinend. Oder ist damit gemeint umdrehen? Weil das ist schon wieder scheiße formuliert, finde ich. Sehr blöd formuliert. Das definitiv schon mal nicht. Ein besonders interessantes. Und so macht man das. Na, jetzt habe ich nicht mehr 69. So, bist du fertig? Bist mit deinem. Oh, oh! Ich musste ja noch umschalten. Verzeihung. Umschalten, ja. So. Ah, warte mal, kann ich Save States hier machen bei dem Spiel? Nein. Okay, dann werde ich das lieber nicht. Dann muss ich das jetzt so lassen, wie es ist. Aber der Emulator wird wieder langsamer, merke ich. Zählt das? Was? Oh, war ja voll einfach. Ja. Dich hat es ja voll kompliziert gemacht. Ich hab auch erst übelst kompliziert gedacht, aber dann ist es mir auch irgendwie so... Irgendwann habe ich es dann gesehen durch rumprobieren, mehr oder weniger, aber nichts anderes. Rätsel 126. Unperfektes Dreieck wurde zum Rätselindex hinzugefügt. Bitteschön, gelöst. Oh, danke vielmals. Ergebenste Dank. Marsil. Ah, das hier sieht nach einem Namen aus. Ich werde mit der betreffenden Person in Kontakt treten und sie darüber informieren, dass sie ihr Rätsel bei Scotland Yard abholen kann. Danke für die Hilfe. Dankeschön, die Öffentlichkeit sollte der Polizei schließlich helfen, wo immer sie kann. Die Frau hat keins. Oh, aber Omi. Herrje, was ist denn da schon wieder los? Gerade ist Inspektor Hastings hier vorbeigeflitzt. Ich versuche noch mal ein paar Sachen umzustellen. Vielleicht klappt es ja dann wieder mit der... das zum Beispiel? Wenn du dieses dreimal Dingens da immer umgestellt hast, wurde es immer besser. Ja, ich spiele mal ein bisschen an den... Oh, das ist eine Idee. Geil. Sehr geil. Also toll gemacht. Nein, das war ja jetzt so, damit... Nur um mal ein bisschen umzustellen.
Okay. Kennen Sie den Inspektor? Was kannst du über ihn sagen? Ich weiß natürlich auch nur, was man so hört. Angeblich liebt er seinen Beruf über alles. Mehr als seine Frau. Und hin und wieder kann er ein wenig herrisch sein, aber nur weil er es so sehr hasst, wenn jemand das Gesicht bricht. Gesicht, wenn ihm jemand das Gesicht bricht. Und deswegen hat er auch so eine lange Nase. Die Supernase.